Hallo Achievement Hunter, Susaku hier mit dem Erfolg Jongolisches Barbecue. Dafür befinden wir uns im Szenario Braumondfest und wir sind mittlerweile in Phase 2 angelangt. Wir schicken hier, haben wir die Wachposten zufälligerweise bekommen, auf ihre Position. Wichtig ist, dass ihr diesen Erfolg nicht alleine macht, denn alleine ist der ultraschwer bzw. ich kriege ihn alleine nicht hin, selbst mit dem Hunter nicht. Und zwar geht es darum, steht im Questtag, schließt das Braumondfest-Szenario ab, ohne dass das Dorf von Angreifern der Batari, so heißen die, angezündet wird. Das heißt, es darf keine Hütte brennen. Dafür nehmt ihr euch einfach zwei Buddies. Einer bewacht hier oben, wo ich jetzt bin, diese zwei Points hier, links und rechts. Der nächste bewacht dort, wo das ganze Gebräu gebraut wird, sprich also den Höhleneingang und den Wassersteg. Und der dritte, den schickt ihr zur Brücke, der ist rechts von der Position, wo ich hier bin. Wenn ihr die Karte aufmacht, seht ihr ja, ich habe das hier ja markiert. Wenn ihr mal vorne guckt, hier ist orange, dann hatte ich noch grün markiert, das da vorne. Und direkt halt, wo wir gebraut haben, hatte ich, glaube ich, Mond hingestellt. Und diese Punkte müsst ihr einfach bewachen. Das heißt, ihr tötet einfach alles, was da an Jongols ankommt, haut am Ende den Boss um und zack, ihr bekommt den Erfolg für, ja, jongolisches Barbecue. Dabei haben wir ja gar kein Barbecue gemacht, denn schließlich brennen die Hütten ja nicht. Ja, denn wie gesagt, wenn ihr nicht aufpasst, zünden die Drecksschweine von Jongols euch einfach die Hütten an und damit ist der Erfolg verkackt. Ich habe es wirklich mehrmals probiert alleine. Es klappt nicht. Was noch geht beim Hunter wäre zum Beispiel, wenn ihr das Pet an eine Brücke stellt. Das könnt ihr also auch theoretisch zu zweit machen, wenn ihr da mit einem Begleiter seid, könnt ihr die Begleiter an einen speziellen Punkt stellen und auf aggressiv stellen, dass die da alles weghauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Euer Susaku, aka Leroy. That's a cool face. Want a date?